Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Index-Sektion der Formationsdäter. Heute ist Mittwoch, heute ist der 18. Juli 2018 und heute ist der Tag, an dem der DAX oberhalb der 12.600er Marke notiert. Und wir hatten gestern miteinander darüber gesprochen, ihr wusstet es, ihr wisst es, falls ihr unsere Ausgaben geschaut habt. Wir haben nicht nur den Markt hier, Moment, da zeige ich es euch, hier im Bereich der 12.630 geschortet und hatten hier im Bereich der Tiefs von 12.450 unser Stop ganz eng gemacht und sind dann rausgeflogen, weil wir gesagt haben, Achtung, große Unterstützung. Wir haben nicht nur hier einfach nur gewartet, dass der Markt uns zeigt, was wahrscheinlicher ist, sondern wir haben gestern, vorgestern immer wieder miteinander darüber gesprochen, Achtung Leute, die Bullen spielen hier gekommen, um zu bleiben. Wir gehen hier nicht mehr weg, das ist deutlich mehr bullisch. Und dazu haben wir hier diese doppelte Bullenflagge. Das ist die Stange, das ist die Flagge. Und das ist nochmal eine kleine Stange und das ist nochmal eine kleine Flagge. Und für den Fall, dass die Bullen das halten können, oberhalb der trendbegrenzenden Linie, schaut euch an, Widerstand. Moment. Widerstand, 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 Widerstand. Und dann macht das Ding Zakatumski und spielt Speedy B, Speedy Bo. Naja, nicht die schnellste Maus von Mexiko, sondern der schnellste DAX in Deutschland. So, wichtig ist, gestern hat natürlich Herr Paul gesprochen, wir hatten auch miteinander darüber gesprochen, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass der Fed-Chef vor dem Senat, vor dem Senat-Bankausschuss aussagen wird. Und das ist natürlich durchaus ebenfalls ein Trigger gewesen. Wichtig ist aber auch, dass hier viele Stops gelegen haben. Es sind ganz viele Stops rausgeflogen und deswegen kommt auch diese Bewegung zustande. Was Herr Paul gesagt hat, hat auf jeden Fall den Dollar gestärkt und den Euro unter Druck gebracht. Im Übrigen, wir haben eine schriftliche Ausgabe für euch jetzt brandaktuell auf unserer Homepage zu Euro-Dollar. Wir sehen durchaus das Potenzial der Euro noch, dass der Euro noch ein bisschen mehr unter Druck geraten könnte. Auf unserer Homepage formationsdäter.de oder auf Facebook und auf Twitter haben wir euch den Beitrag ebenfalls geteilt. Aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man sich den Euro-Dollar anschaut und deswegen Empfehlung, schaut euch gerne unseren Beitrag an. Was jetzt den DAX angeht, wir hatten miteinander darüber gesprochen, Leute, Achtung, der DAX hat im Bereich der 12.760, 12.780 mehrfache Widerstandsmarken. Hier, Trendlinie, Widerstand, Widerstand, potenzieller Widerstand. Wir haben über den Tag die 200-Tage-Linie, wir haben hier eine offene Lücke, die geht bis 12.830 Punkten und on top ist es hier von diesem Ausverkauf die 61% Retracement-Marke. Das sind vier Widerstände auf einmal. Und aus meiner Sicht ist es zumindest unwahrscheinlich, dass die Bullen sofort durch diese Widerstandszone durchgehen. Und deswegen ist es so, dass wir gehen wieder in die Stunde, an unserem Vorhaben festhalten, hier mit einem engeren Stop zu arbeiten und eher bereit zu sein, in dieser Zone rauszufliegen. Was ist denn wahrscheinlicher gerade? Aufgrund der Stärke, was die Bullen gezeigt haben, aus meiner Sicht ist es eher wahrscheinlich, dass die Bullen hier eine Konsolidierung machen zwischen der 12.800 und, kann ich das zeichnen? Jetzt habe ich das etwas zu niedrig angesetzt, macht aber nicht, zwischen der 12.800 und der 12.640. Das heißt, die Lücke zumachen, vielleicht noch ein bisschen runterkommen, aber nicht unbedingt wieder die ganzen 12.600er Marke abarbeiten, um von hier aus, aus der Konsolidierung, die nächste Welle zu starten, um dann auch die 200-Tage-Linie rauszunehmen, um dann auch die 61%, die offene Lücke abzuarbeiten und in Richtung der Marke 12.960, 13.000 zu laufen. Dieses Setup hat so lange Gültigkeit, solange die Bullen per Tagesschluss die Zone bis 12.560 nicht bärisch aufgeben. Das heißt, selbst wenn sie Bullen eher ein Pullback zulassen und an diese ehemals trendbegrenzende, trendunterstützende Linie laufen, ihr seht, das ist 12.560, 12.555, hat der Markt das Potenzial wieder 12.800 und gegebenenfalls darüber hinaus abzuarbeiten. Idealtypisch wäre nur eine Seitwärtskonsolidierung. Und erst wenn die Bullen die 12.500er Marke bärisch aufgeben, hier haben wir die steigende 20-Tage-Linie, die sollte dann diese Zone verstärken. Erst wenn das bärisch aufgegeben worden ist, würde ich sagen, nicht so schön. Der Markt hat
durchaus wieder Schwäche gezeigt. Und deswegen jetzt am Ziel für mich, jetzt wieder Zone, wo ich meine Gewinne eher realisieren will. Pullbacks sind für mich interessant und wenn man keine Position hat, Pullback, Konsolidierung abwarten, gegebenenfalls den Ausbruch. Im Moment sieht der Markt eher stärker aus und übergeordnet. Ich sage das ja immer wieder. Es gibt keinen Trend, jetzt heißt es nicht auf Hawaii, sondern beim DAX, denn wir haben die tieferen Hochs und die höheren Tiefs und deswegen würde ich innerhalb dieser Range, innerhalb dieser beiden Linien immer wieder mir Trades suchen. Wenn ihr sagt, klasse, endlich mal jemand, der sagt, da gehe ich rein, das ist das Ziel, das ist die Wahrscheinlichkeit, das würde ich machen, das würde ich nicht machen und nicht nur DAX-Fahrpläne von sich gibt, so Finanzmarktanalyse, sondern für aktive Trader-Videos macht, ihr seid herzlich eingeladen, uns zu empfehlen, uns zu unterstützen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und gerne Kommentare reinzuschreiben. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass der DAX jetzt an der 200-Tage-Linie wieder komplett in sich zusammenfallen wird? Oder seht ihr auch eher eine Fortsetzungswahrscheinlichkeit? Und last but not least, gestern hat Hella, der Automobilzulieferer, Zahlen rausgebracht. Die sind über den Erwartungen gewesen. Und trotz der gesamten politischen Situation ist Hella im Vergleich zur Konkurrenz weltweit stärker gestiegen und durchaus interessant, sich das anzuschauen. Da haben wir ebenfalls eine schriftliche Ausgabe auf unserer Homepage oder auf Facebook für euch. Und last but not least, habt einen gelungenen Handelstag.